drunk, I can't call. And that's why you left me for someone else. I'm just trying to make last call. Get drunk while you fall into love with someone else. Too drunk, I can't call. And that's why you left me for someone else. I'm just trying to make last call. Get drunk while you fall into love with someone else. I'll be sad before, but now like this. Cause I had it bad for you since our first kiss. Ein herzliches Willkommen zur heutigen Late-Night-Show mit Davor Badrov. Hallo, 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 Leute. Heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Heute ist es mal ein bisschen ruhiger. Nicht ganz so wie letztes Mal, wo wir wirklich, ein bisschen das ernste Thema hatten, wie es um unsere Stadt geht. Heute kümmern wir uns mal um die Menschen der Stadt. Wie leben sie eigentlich? Wie benehmen sie sich und wie kommen sie damit voran? Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, die wir heute mal besprechen werden mit ganz, ganz lieben Gästen. Zunächst würde ich gerne begrüßen Mehmet AMG mit seiner wunderschönen Verlobten Luna Woods. Oh, kleine Mikroprobleme. Ja, ich wollte nur mal sagen, zum ersten Gästen, Mehmet AMG und Luna Woods, würde ich gerne bei mir hineinblenden. Hallöchen. Na, ihr zwei Lieben, wie geht's euch? Gut. Ihr könnt euch gerne schon aufs große Sofa setzen. Ah, mach ich. Ja, sehr gut. Manchens Kinder auch noch so ein Partnerlook so ziemlich. Ja, logisch. Ja, ganzer Zufall. Wie geht's denn euch so? Ganz gut, Bestens. Ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's immer blendend, dankeschön. Wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal ein kleines bisschen vor. Ich bin Mehmet AMG. Jeder kennt mich. Mehmet, warte mal, erstmal die Dame. Bei mir ist immer Ladies first, Mehmet. Normalerweise Ladies first, aber ich habe da jetzt mal nichts gesagt. Das Beste kommt zum Schluss, ne?
nehme erstmal meine Sonnenbrille ab hier drin. Ja, mein Name ist Luna Woods. Ich bin jetzt seit knapp 4-5 Wochen hier in Los Santos. Wollte mein Leben einmal komplett neu umkrempeln und ja, dem ist es auch sehr gut gelungen. Dank dem netten Mann hier neben mir. Was überhaupt nicht geplant war. Und ja, bin aber ganz glücklich bis jetzt und lass mal die Zukunft auf mich zukommen, würde ich sagen. Das ist doch sehr schön. Freut mich doch, dass ihr euch da gefunden habt. Wie seid ihr denn zueinander gefunden? Wie habt ihr denn zueinander gefunden? Von deiner Seite aus. Also von meiner Seite aus, ich hatte jetzt gedacht, ich kann das Wort an meinen netten Mann hier nebenan übergeben, weil das wäre mal ganz interessant gewesen. Gut, dann lassen wir das so, dann lassen wir das so stehen. Mehmet, dann stell du dich mal vor nochmal. Ja, ich bin Mehmet AMG, jeder kennt, das ist gut wie jeder kennt mich unter Memo. Ja. Wie viele O's waren das? 5 O's. 5 O's. Ein paar dachten, es sind 3 O's, aber in Tatsache sind es nämlich 5. Sehr schön. Ja, zu mir, für alle, die ja letztes Mal zugeschaut haben, ihr müsst mich ja noch kennen. Für die neuen Zuschauer, ich bin der Gründer von Memos Autohaus. Ja, so viel kann ich über mich nicht sagen, außer dass ich halt lange hier bin schon. Das ist so, ja. Mehr kann ich eigentlich nicht wirklich viel über mich sagen, außer dass ich eigentlich eine einflussreiche Person bin und als sehr bekannte. Und Memo, wie hast du denn deine wunderschöne Dame gefunden? Das war reiner Zufall. Reiner Zufall von den Steelers? Nee, das nicht. Der hat sie dir gefunden, oder wie? Nee, es war halt zufällig, ne? Wir haben halt mit Freunden von uns Zeit verbracht und dann hat man sich mal die Nummern ausgetauscht und ist mal ausgegangen. Und dann habe ich ja ein bisschen die Stadt gezeigt. Ja, das stimmt. Und dann haben wir sehr schnell auch zueinander gefunden, weil wir gemerkt haben, gleiche Interessen. Wir haben uns ja einfach gedacht, okay, das passt. Wir mal. Das genau. Passt auf jeden Fall, ja. Das ist doch. Mich freut das wirklich, dass sich zwei Leute hier gefunden haben, die zusammen jetzt an einem Strang ziehen. Ja, demnächst sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Was steht denn bei euch an? Eine große Hochzeit. Oh. Wie groß wird die Hochzeit? Ich meine, so wie ich Memo einschätzen kann, der haut da richtig auf die Kacke. Oh ja, ich glaube auch. Was, wenn es nach mir geht, jeder ist eingeladen. Außer den Schmuck. Da bin ich dabei. Also Los Santos, ihr habt es gehört, ne? Los Santos, das geht an alle da draußen. Hochzeit von Memo und Luda, jeder ist eingeladen. Die komplette Stadt. Da wird richtig dick aufgefahren. Hat Memo so versprochen. Ihr habt es ja, selber gehört. Außer zwei Polizisten, gut, außer zwei Polizisten. Die sind mir auf den Sack gegangen. Gut, zwei Polizisten sind Memo auf den Sack gegangen. Das lassen wir so stehen. Ihr könnt euch gerne mal verpissen. Kommen wir mal zu den nächsten zwei Gästen. Auch ein sehr, sehr frisches Paar in unserer Stadt. Aber die kennen sich schon sehr, sehr lange. Ich begrüße recht herzlich Luke, Miller und Aris. Wahnsinn! Hallo, setzt euch doch gern Moin. Auch mit auf das große Sofa. Genug Platz für alle. Ja, gerne. Perfekt. Dann guck mal, genau wie wir. Sehr sympathisch. Kannst du auch ein bisschen rüberrutschen, ne? Ich setz mich mal auch langsam hin. So. Also, ihr Lieben. Dann erzählt mal, wer ihr seid, was ihr hier macht. Und wie lange ihr schon kennt? Ich habe aufgepasst, also fange ich an. Genau, ich bin Aris Miller. Bin mit Luke jetzt seit einer Woche hier auf der Insel Soccer. Was wir machen, wir arbeiten bei Weasel News. Oh, und sehr gut. Entdecken gerade die Stadt. Also ich kenne ein paar sehr schöne Aussichtspunkte, wenn ihr mal da ein bisschen weiterkommen wollt.
Sehr gern. Wir sind auf jeden Fall bei dir. Genau, mache ich weiter. Ich bin Luke Müller, der Ehemann. Wir kennen uns schon seit knapp einem Jahr jetzt. Und genau, sind jetzt auch schon seit knapp einem Dreivierteljahr verheiratet. Und läuft gut, oder? Ich glaube, Lunas Mikro ist ein bisschen zu leise eingestellt. Das müsste, glaube ich, noch ein bisschen lauter sein. Ah, okay, ja. Ich hab's gehört. Achso. 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 Ich habe gefragt, und läuft's gut? Bei uns läuft's perfekt. Ah, sehr schön. Besser können es nicht laufen. Ich meine, Luke und Eris kenne ich ja nun auch schon etwas länger. Ich kenne ja auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, aber die würde ich halt gerne mal hören von Luke, wie er Eris kennengelernt hat. Wie ich sie kennengelernt habe, es war durch dich, beziehungsweise du hast sie damals mit ein paar anderen ganz frisch aufgegabelt, als sie in der Stadt war, und bist mit ihr ins LSC reinkommen. Und damals war ich beim LSC mit einem Kollege beim Fahrzeugtuner und da habe ich sie zum allerersten Mal getroffen. Mhm. Und dann, wie ging es weiter? Ihr habt euch dann wahrscheinlich so ein bisschen gedatet und so. Ja, hat sich ziemlich lang gezogen. Bin über einen damaligen Freund dann an die Handynummer rankommen. Weil sie nicht jedem ihre Handynummer geben wollt. Diese Wingmans. Auf die ist immer Verlass. Ja. Oh, das fühle ich. Auf jeden Fall. Auf die ist immer Verlass. Nee, aber soweit ich weiß, war es nicht ein Freund, sondern deine Tante. Ja, die beide miteinander. Das so ist fast dasselbe. Ja, richtig. Das war ja der damalige Freund von meiner Tante. Genau. Und dann habt ihr euch ja bisschen besser kennengelernt und seit ja, irgendwann auch mal, daran erinnere ich mich noch sogar, da seid ihr öfters mal auf dem Moped immer rumgefahren. Mhm. Ja, und vor allen Dingen Eris hat ja eine Vorliebe für Motorräder. Das stimmt. Ja. Ja, und ihr habt euch dann, sag ich mal, das Ja-Wort gegeben. Wie lief das ab? Boah, das war der beste Antrag, den man sich hätte vorstellen müssen. Oha! Nein, ja. Hört ihr das an, Schatz? Ich bin so ein bisschen unspektakulär, was es auch vielleicht ein bisschen kompliziert macht, weil ich möchte kein großes Tamtam und so, und das weiß Luke. Und der Antrag war so ganz simpel beim Tune im Sunrise. Er hat mich kurz zur Seite gedacht und mich gefragt. War es rein zufällig bei dem Reifenstapel? Es war rein zufällig beim Reifenstapel, ja. Guter Mann. Und dann haben wir ja was gemeinsam. Also jetzt nicht bei den Reifenstapeln, aber mein Antrag von Memo war auch sehr simpel. Erzähl, Luna. Also es war ganz schön, aber es war auch sehr simpel. Also da hätte ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Wir sind auf dem Weg dann zu ihm nach Hause gewesen. Da hat er mir dann das Haus so ein bisschen gezeigt und dann haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, ob ich mir sowas überhaupt vorstellen könnte, weil da hatten wir noch nie drüber gesprochen. Und auf einmal kniete er sich auf den Boden und sagte, oh, ich muss mal irgendwie ist meine Kontaktlinse rausgefallen, suchte dann die ganze Zeit nach so einer Kontaktlinse und holte dann unterm Sofa eine Rose hervor und fragte mich, ob ich ihn heirate. Ah, also die Kontaktlinse. Genau. Leute da draußen, ihr habt's gehört. Memo sucht gerne nach seiner Kontaktlinse und findet dabei eine Rose. Und dann kommt ein Antrag. Also sollte Memo mal nach seiner Kontaktlinse suchen, haut ab. Das sag ich euch. Ich finde euch. Nee, aber das ist auch ein sehr schöner, aber auch ein sehr schöner Einfall. Wie würdet ihr denn sagen, wenn ihr so Paare jetzt draußen erlebt, seht, andere Paare jetzt. Würdet ihr sagen, ihr unterscheidet euch sehr von denen oder würdet ihr sagen, es gibt doch irgendwo Gemeinsamkeiten? Ja, alles Männer und Frauen, ne, die zusammen sind. Also von daher gibt es schon mal die erste Gemeinsamkeit. Mhm. Und von
Von der Tatsache her, wie sie ihren Alltag bewältigen? Puh, schwierig zu sagen. Also, mir sind selber so noch gar nicht so viele Paare aufgefallen hier, muss ich sagen. Wie erlebt ihr denn zum Beispiel einen Alltag, Luna und Memo? Okay. Also, wir sind viel mit Freunden unterwegs. Wir machen aber auch gerne mal was alleine. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 24/7 aufeinander hocken. Weil spätestens zu Hause schlafen wir wieder zusammen im Bett. Also da sind wir recht locker. Außer ich hocke auf der Couch. Außer er hat mal wieder was angestellt und steht auf der Couch, genau. Oder im anderen Haus. Oder in einem anderen Haus, genau. Nein. Man macht eigentlich das, worauf man Lust hat. Und dann gehen wir gehen auch viel gemeinsam weg. Sind letztens zusammen Fallschirmspringen gewesen, zum Beispiel. Was nicht geklappt hat. Genau. Und oder gehen essen, gucken uns so ein bisschen ein paar schöne Orte an, wo wir ein bisschen Zeit genießen. Und man kriegt halt so sehr wenig von anderen Paaren auch mit, sag ich jetzt mal, außer es ist irgendwie im Freundeskreis dann, ne? Aber jetzt, wenn ihr mal so in eurem Freundeskreis euch umhört, ich habe vielen zum Beispiel von einigen Paaren gehört, dass sie vielleicht wenig Zeit für sich selbst finden, weil sie entweder mit Arbeit beschäftigt sind oder mit, ich sag mal, halt mit anderen Leuten immer unterwegs. Wie würdet ihr das denn bei euch einschätzen? Seid ihr Workaholics und arbeitet ihr überhaupt zusammen? Frage ich mal erstmal so. Also Memo hat natürlich klar, logischerweise immer viel zu tun. Und ich bin, glaube ich, denke ich mal, eher so sein Ausgleichspunkt dafür. Weil ich bin halt von Beruf Frau. Hausfrau? Ja, genau, aktuell noch. Aber aus Leidenschaft, oder? Ja, also ich muss ja nicht viel machen, so ist es ja nicht. Wir haben ja Angestellte dafür. Genau, die Erwarte. Genau. Aber doch, es macht schon Spaß, ne? Also... Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nichts tun möchte, sondern ich bin halt schon auf der Suche nach Arbeit. Habe bis jetzt lang nur noch nicht das Richtige für mich gefunden. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Aussicht auf eine Einstellung in einem Modegeschäft, wobei das noch irgendwie von der Regierung irgendwie geklärt werden muss jetzt. Oh, klingt sehr interessant. Das soll ein Luxusmodeladen werden. Aber da weiß ich jetzt aktuell nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Von daher, das habe ich mir so im Hintertürchen gehalten und dann warten wir mal, gucken mal, was dann so weiterkommt. Ne? Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also du würdest sagen, ihr findet doch recht viel Zeit für euch zusammen zum Unternehmen, oder? Wir nehmen uns die Zeit. Ja. Yep. Luke Aris, wie sieht's bei euch aus? Auf die Frage bezogen, ob wir uns Zeit für uns nehmen? Ja. Ja, also mittlerweile sehr, sehr viel. Aber da ist auch zum Beispiel Kommunikation wichtig. Ich habe auch Luke dann oft gesagt, wenn ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass wir nicht genug zusammen machen und so. Und das ist aufeinander eingehen. Ich denke mal, deshalb hält unsere Beziehung mittlerweile schon so lang. Und genau. Nee, mittlerweile machen wir sehr, sehr viel zusammen und eigentlich haben wir es seitdem, keine Ahnung, seit Mai oder so, waren wir auch jeden Tag zusammen und haben halt wir haben immer die gleichen Jobs gemacht. Stört euch das irgendwie oder? Nee, gar nicht. Okay, schaut das, was sich jetzt hier gut vereinbaren lässt, Job und Privat. Glaubt ihr, dass einige Paare vielleicht das zum oder einigen Paaren das vielleicht so zum Verhängnis wird, dass die Beziehung darunter leidet? Absolut. Das ist ja auch mal typabhängig. Wir beide sind so ein bisschen Minimalisten, würde ich sagen. Es ist wichtig, dass wir beide halt viel oder genug Zeit für uns haben. Und ansonsten reicht uns das einfach, im Job nebeneinander zu sein. Wir treten uns da weder auf die Füße noch... verbringen wir da zu wenig Zeit miteinander. Ich kenne euch ja, ihr verbringt ja sehr, sehr viel Zeit mit Freunden. Sehr, sehr viel. Also wenn man so, ich sehe euch eigentlich kaum ohne Freunde und es ist ja so,
Also ihr kommt ja damit dann zurecht, weil ihr trotzdem ja so auch mit zusammen seid, sag ich. Ne? Ja, genau. Ne, aber wir nehmen uns auch die Zeit. Mhm. Also wenn es ein bisschen später wird, zum Abend hin, nehmen wir uns auch die Zeit, dass wir mit dem Auto rumfahren, ein Date am Strand haben, unsere Hotspots abfahren, wo wir mal Dates hatten und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Was verbindet ihr mit dem Winewood-Schild? Mein Armbruch. Das erste Date und mein Armbruch. Oh. Ja. Erzähl, wie das war. Ich war ziemlich frisch in der Stadt und habe zu Luke gesagt, dass ich gerne mal das Weimutschild sehen möchte. Und dann hat er mich ganz spontan auf ein Date mitgenommen. Und es war anscheinend ein bisschen rutschig vom Regen davor. Und ich bin ausgerutscht und runtergefallen. Das war das kürzeste Date, was wir hatten. Waren das diese Schilder, wo du hochklettern kannst dann? Mhm, ja, genau. Da waren wir auch und er sagte, ich soll da auch mal hochgehen, aber nicht jetzt mit den Hacken und ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Also es war wohl die gleiche Stelle. Das ist schon mal gut. Nein, aber wir waren da auch schon wieder und so und ich habe das gelernt. Also ich habe jetzt gelernt zu klettern und nicht auszurutschen. Ja, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man, ne? Luke, ne, ab sofort Aris nicht mehr auf Schilder hochklettern lassen zum Date. Ich halte sie schon kleiner Tollpatsch, aber inzwischen haben wir das ganz gut im Griff. Ja, glaube ich. Was war denn jetzt, Luna, von deiner Seite aus das romantischste Date, was du mit Memo hattest? Das romantischste Date? Oh, da muss ich sagen, das war ein relativ spontanes Date, wo wir im Mirrors essen waren. Weil das war echt schön von der Aussicht her. Die haben extra für uns nochmal aufgemacht. Haben uns alles zu trinken und zu essen gegeben, was wir haben wollten. Wir mussten nichts zahlen. Es war halt sehr, sehr cool, weil wir halt vergebens nach einem Lokal gesucht hatten, schon seit irgendwie, Schatz, wie lange? 4 Tage war das da? Ja, genau, 4 Tage. Ja, irgendwie 4 Tage haben wir nach einem Lokal gesucht, wo wir essen gehen können. Und dann hatten wir halt gesehen, dass im Mirrors was los war. Und die hatten aber eigentlich schon zu, weil sie dann eine Privatparty hatten und haben uns dann aber doch reingelassen. Und ja, es ist halt, wenn wir oben sitzen, eine traumhafte Aussicht auf der Dachterrasse. Und ja, das war so das schönste Date, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Hm. Würdest du Memo als Romantiker bezeichnen? Nein. Nein. Aber er gibt sich seine Mühe. und das weiß man halt sehr zu schätzen. Also. Luke. Ja. Wie würdest du Aris bezeichnen? Als Beziehungsmensch? Traumfrau. Oh. Memo, du über Luna, wie denkst du darüber? Das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich glaub, viele Leute, die gerade vielleicht auch zuschauen und denken, ja, manchmal weiß ich gar nicht, was kann man denn so mit meiner, was kann ich mit meiner Freundin anfangen oder wo könnte man hingehen oder so. Ich glaube, es ist die Location nicht unbedingt, sondern die Art und Weise, wie man das macht. Richtig. Ich glaube, das ist vielen Leuten, die manchmal diese, na, denken, okay, ich muss jetzt irgendwie unbedingt die schönste Location finden, die es hier auf der ganzen Insel gibt. Aber ich glaube, dass es gar nicht so ist, sondern die Art und Weise, wie man es rüberbringt und wie man dieses Date angeht, ist, glaube ich, sehr vom Vorteil. Und das macht dann dieses Traumdate, glaube ich, aus. Ja, ich glaube auch, also bei mir, ich kann nur von mir aus sprechen halt, solange man zusammen ist, denke ich mal, ist es eigentlich egal, wo man ist, weil man findet die Zeit zusammen und man kann in dem Alltag Zeit zusammen verbringen halt, ne? Und das ist, glaube ich, heutzutage das Schönste, was man irgendwie haben kann, ne? Mm, genau. Wir haben ja, ich sag mal, so einige Paare hier bei uns in der Stadt. Und diejenigen, die sich da besonders angesprochen fühlen, glaube ich, die sollten vielleicht einfach mal sich mal
nachdenken, wo man sagt, okay, vielleicht arbeite ich zu viel, wir finden kaum noch Zeit füreinander oder sonstiges. Einfach mal kurz, selbst wenn es für eine Stunde ist, die Arbeit mal liegen lassen und einfach mal machen. Einfach ja, mal sagen, wichtig. Komm, wir schmeißen alles erstmal beiseite, wir nehmen uns jetzt die Stunde. Ja, die Zeit ist das, was einem keiner wiedergibt. Genau. Jetzt wollen wir mal so eine kleine Fragerunde machen. Was war das Erste, was dir, Aris, an Luke aufgefallen ist? Seine Uniform. Magst du Uniform? Ja, aber okay. Ich glaube, das gefällt 95% der Frauen. Stimmt. Also es ist ein Eyecatcher. Ja. Luna, was ist dir bei Memo als erstes aufgefallen? Ich glaube, Aris war noch... Sorry. Ach Quatsch, nein, ich wollte gerade Luke nur in den Himmel loben. Alles gut. Ach so. Ja, überhäuf ihn nicht zu viel. Das muss gesagt werden. Sonst kriegen wir nicht mehr eingefangen. Ja, also was mir im Memo als erst aufgefallen ist, und ich sage bewusst aufgefallen, das ist seine Art. Er hat so eine Art an sich, die manchmal zum an die Wand klatschen, aber dennoch zum Liebhaben. Also man kann ihm eigentlich fast nie böse sein. Meinst du und dieses hart, aber herzlich? Genau, richtig. Mhm. Und das ist mir halt sehr schnell ins Auge gefallen und das hat halt auch sehr schnell mein Interesse an ihn geweckt. Ne? Mhm. So, jetzt die Herrschaften. Fangen wir an mit Memo. Ja, also das Erste, was mir so an Luna aufgefallen ist, ist ihre Klasse. Dass sie... Ja, sie ist was Besonderes für mich persönlich. Die hebt sich von den meisten anderen auf jeden Fall ab. Ah? Ja. Luke, wie sieht's bei dir aus? Ich muss klar sagen, bei mir war das ihre geheimnisvolle Art, die sie an den Tag gelegt hatte. Es war ziemlich schwer, ihre harte Schale zu knacken. Das fiel relativ schnell auf. Knagge. Genau. Ja, Luke ist so ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich auch schon sehr viel erlebt habe in meinem Leben. Viel durchgemacht habe. Ich kann da auch eigentlich, also ich habe ja, bevor Luke Aris kennengelernt hat, habe ich ja Aris schon gekannt, wie schon am Eingang der Sendung schon gesagt und dadurch hat er sie ja dann nachher kennengelernt und ich freue mich halt, dass es immer noch hält. Das ist schon über ein Jahr her oder so und das ist halt Wahnsinn, dass es immer noch, also ich sehe halt keinen Unterschied bei euch. Also ich sehe euch immer noch wie damals. Von dem Tag an, seitdem ihr euch angefangen habt zu daten. Mal. Das ist, glaube ich, etwas, wo viele Leute vielleicht auch manchmal selbst wenn sie mal vielleicht eine schwere Phase durchmachen, ist schwer finden, denn an dieser Person festzuhalten. Hattet ihr denn solche Phasen eigentlich mal, wo ihr dran gezweifelt habt? Ich glaube, dran gezweifelt habe ich nie. Wenn es Probleme gab, dann ist das beste Rezept drüber reden, offen drüber reden, Probleme ansprechen und dann, ich glaube, das ist der beste Grundsatz, dass sowas weiterhin funktioniert. Uno Memo? Ja, also bei uns bis jetzt noch nicht. Also wir necken uns sehr viel. Das macht uns aber, denke ich, auch mal so ein bisschen aus. Oder, Schatz? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde das auch gar nicht missen wollen. Aber so wirklich so harte Momente hatten wir bislang noch nie wirklich. Also wir hatten schon mal ein Thema, was wir halt ernster besprochen haben. Das hat sich aber dann relativ schnell geklärt und ging auch relativ gut, also. Mhm. Wie Luke schon sagt, ne, reden ist Gold, ne?
Laut genau. Hatha ist Schweigen Gold. Nee, deswegen ja nicht. Deswegen sage ich ja, Reden ist Gold. In dem Fall ist Reden Gold. Ja, in dem Fall, aber in den meisten anderen Fällen ist Schweigen. In deinen manchen Fällen ist Schweigen Gold, ja, das stimmt. Ist wenn wir jetzt... 20% der Zeit. Ich meine, natürlich, Reden macht sehr, sehr viel aus. Reden ist, glaube ich, so eine goldene Quelle für alles. Also wirklich, man kann sich im Arbeitsleben stressen, man kann sich privat stressen, man kann sich mit dem Partner stressen. Aber letzten Endes, wenn man darüber redet, findet man immer irgendwie eine Lösung, glaube ich. Das ist so etwas, was so viele Leute vielleicht zu schnell vielleicht aufgeben und von dem anderen vielleicht zu enttäuscht sind oder ich weiß nicht, anstatt vielleicht mal gucken, kann man das, was hat man denn alles so durchlebt schon im Leben mit zusammen? Also so. Was schweißt natürlich auch zusammen dann, ne? Und ich finde, so wie Luke das auch schon gesagt hat, man sollte halt drüber reden dann und nicht so wie viele heutzutage dann einfach sagen, nee, es ist mir zu anstrengend, hab da keinen Bock drauf, ne? Richtig. Wir haben ja auch die Zuschauer draußen haben ja auch die Möglichkeit, über ihre Nachrichten live auch Fragen an die Paare zu stellen. Ihr könnt jederzeit eure Fragen stellen. Ich kriege das dann auf den Desponder mitgesendet und kann die dann weiterleiten. So mal nebenbei an die Zuschauer. Das hätte ich mal eher wissen sollen. Wo seht ihr euch eigentlich in 10 Jahren? Gute Frage. Ja, Schatz, erzähl mal. Nicht genau da, wo wir sind, ne? So ein Haus am Strand, Sonnenuntergang genießen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in 10 Jahren immer noch so knackig bin wie jetzt. Hoffe ich auch. Deine Memos rumsprinten. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Aktuell... Da habe ich schon das perfekte Auto dafür bestellt. Also, okay, gut zu wissen. Memo hat schon vorgesorgt. Ich wollte gerade sagen. Nee, eigentlich nur aus Fun. Also gesprochen haben wir da noch nicht drüber und aktuell ist es, glaube ich, auch bei uns noch kein Thema. Aber ich lebe nach dem Motto, sag niemals nie. Aber geplant ist noch nicht. Also Step by Step immer. Ja, genau. Luke, Aris, wie sieht's bei euch aus? Um ehrlich zu sein, gucke ich da überhaupt nicht in die Zukunft, aber ich bin da jetzt gerade happy und was heißt, lebe in den Tag hinein, aber ich überlege mir jetzt nicht, was ich in 10 Jahren mit Luke erreicht haben möchte. Ich schaue einfach, wo es hingeht. Würde ich auch nicht. Ja, man sieht ja, es geht schon ein Jahr gut. Warum soll es nicht auch? Warum soll es nicht auch ein paar Jahre mehr gehen? War nur ein Spaß, Luke. Also, offen verstehst du. Nein. Alles gut. Luke, wie ist deine Meinung dazu? Wie bei eigentlich allem teilen wir auch hier die gleiche Meinung. Wir machen uns keine große Zukunftspläne, die wir irgendwie abarbeiten wollen, keine Checklists. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ihr wollt ja auch erstmal hier Fuß fassen wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Wie sehen denn eure beruflichen Zukunftspläne aus? Luke und Aris. Darüber haben wir noch gar nicht mit euch geredet. Ja, erfolgreiche Mitarbeiter ja Wieselnews, ne? Richtig. Weil sind wir hier ja glücklich. Ja. Gibt kein besserer Chef. Nein, aber eher so Unternehmerschiene. Unternehmer? Ist geplant, aber du weißt ja selbst. Genau, es wird ja jetzt auch bald einen Lottolade in der Stadt geben. Lotto? Genau, richtig. Oha. Oh, das Lottery Heaven. Oha. Der zum Teil von uns und zum Teil von zwei Freunden geleitet wird. Mhm. Genau. Oh, dann dürfen wir damit die Lottoziehung machen? Du darfst die Lottofee sein, auf jeden Fall. Nee, ich will nicht die Lottofee sein. Dafür brauchen wir weibliche Unterstützung auf jeden Fall. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nur gut reden, das ist das Einzige. Alles andere überlasse ich, gut aussehen überlasse ich anderen. Nein, aber
Wahrscheinlich, ihr wollt ja auch erstmal Fuß fassen hier. Ihr wollt erstmal die Leute hier kennenlernen, gehe ich mal stark von aus. Und das ist, glaube ich, das, was ihr habt. Was ihr gerade, glaube ich, am meisten, womit ihr am meisten zu tun habt. Definitiv. Ach, Entschuldigung. Also, gibt es denn schon Hochzeitstermin-Memo? Noch nicht. Da müssen wir uns schauen, wie es bei uns am besten passt, zeitlich. Mhm. Weil wir verschiedene Zeiten haben, weil wir eigentlich schwach sind. Ja. Mal schläft sie länger, mal schlaf ich länger. Das ist immer unterschiedlich. Da müssen wir mal schauen. Müssen dann viel Zeit in die Planung investieren. Ja. Dann halt auf jeden Fall den Tag, wann das stattfinden soll. Es wird halt noch über den Stadtverteiler wird es auch bekannt gegeben. Also da wird's dann, da werde ich mich drum kümmern, um das Marketing. Weil wir wollen das schon doch ein bisschen größer aufziehen. Haben da schon so ein paar Pläne gemacht, wie wir uns das vorstellen. Reden wir sehr viel drüber und da wird es halt dann quasi auch dann im Stadtverteiler eine große Ankündigung für alle geben, sodass jeder halt Bescheid weiß. Ja, ja, wenn die ganze Stadt außer zwei Polizisten natürlich eingeladen ist, dann muss man das natürlich schon gut durchplanen, ne? Sonst. Autokorps so wie in einer türkischen Großfamilie. Ja, Standard. Ja, so gehört sich das ja auch. Richtig. Bis die Hupe glüht. Ja. Solange es nur die Hupe ist. Nee, gut, dann wären wir auch so ziemlich am Ende der Show. Ich möchte mich recht herzlich im Namen von Weasel News und von der Late Night Show natürlich bei euch bedanken, dass ihr Zeit gefunden habt und einfach mal hier ein bisschen darüber zu reden, wie es bei euch ausschaut und über euren Alltag und genauso auch über eure Pläne und über eure Vergangenheit zu reden. Wir sind euch recht herzlich dankbar dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und aufgewendet habt, dafür herzukommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wollte ich gerade sagen, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. An alle Leute da draußen, wenn wir solche Shows haben, wir werden das immer so 2-3 Tage vorher bekannt geben. Am Wochenende wird immer die Live-Show sein. Wir werden das Thema immer 2-3 Tage vorher auf jeden Fall bekannt geben. Und wenn ihr dann Zeit habt, es wird immer um die 20 Uhr sein. Werden wir die Themen bekannt geben und ihr könnt euch jederzeit darauf bewerben, wenn ihr das nächste Mal auch hier auf der Couch sitzen möchtet. Unter anderem möchte ich nochmal eine kleine Ankündigung machen. Wir waren gestern mit deinem Team vom Weasel News beim FD. Da haben wir eine kleine Reportage gedreht. Wir haben 2 Mitarbeiter von unserer Firma einen Tag lang beim FD mitwirken lassen. Und es sind sehr, sehr gute Aufnahmen entstanden. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Nochmal vielen, vielen Dank an das Fire Department von Los Santos. Eine wunderschöne Truppe, eine hervorragend ausgebildete Truppe und vor allen Dingen eine Truppe, die sehr, sehr viel Spaß macht. Darüber werden wir im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall das Video oder die Dokumentation darüber werden wir nochmal veröffentlichen und natürlich im Los Santos Newsletter wird das auch darüber auch noch ein Bericht sein. Des Weiteren hat die Weasel News jetzt auch, sind sie gerade dabei, oder sind wir gerade dabei, die Tageszeitung herauszubringen. Die wird aber auch nur einmal in der Woche wahrscheinlich erscheinen. Je nachdem, wie natürlich die Zeit investiert wird. Und dann könnt ihr die an allen Verkaufsstellen, die wir noch bekannt geben werden, käuflich erwerben. Darin werden dann so Berichte sein über was ist passiert in der letzten Woche, wo gab es bestimmte Sachen. Genauso gut auch die Reportagen und Nachberichte zu den Live-Shows. In diesem Sinne, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch.
Und ja, indem ich kann euch nur sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Live-Show. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.